Neustadt an der Orla hat sich herausgeputzt. Eine ganze Woche wurde in der bunt geschmückten Stadt gefeiert, denn in diesem Jahr liegt deren erste urkundliche Erwähnung genau 725 Jahre zurück. Eines der Highlights und gleichzeitig der Abschluss der Festwoche war am Sonntagnachmittag der große Umzug durch die Straßen der Innenstadt. Nicht nur Landrat Thomas Fügmann wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen, es lockte auch zahlreiche Bürger an die Paradenstrecke. Und die konnten die wechselvolle Geschichte der Stadt quasi im Schnelldurchlauf erleben. Aufgeteilt war die Historie von Neustadt-Orla, die 1287 begann, in insgesamt 15 Blöcke und mehr als 1500 Mitwirkende waren beim großen Festumzug dabei. Man erinnerte dabei auch an die Ereignisse der jüngeren Geschichte, wie den Großbrand der HO Kinderland 1976 oder an die verschiedenen Überschwemmungen im Laufe der Jahre. Neben dem Festumzug erwarteten in der ganzen Innenstadt auch Händler mit verschiedenen Waren die Besucher. Die historischen mittelalterlichen Fleischbänke begrüßten ebenso die Gäste. Fleisch wie vor mehr als 500 Jahren wurde diesmal allerdings nicht angeboten. Viel zu sehen und viel zu erleben gab es aber auf jeden Fall. Und das nächste Großereignis soll auch nicht lange auf sich warten lassen. Im Juli wird der Neustädter Musiksommer klanglich zu überzeugen wissen.